Für Ole Matumega ist es eine Herzensangelegenheit. Sie will Bürgermeisterin in Gao werden. Monatelang hatten die Islamisten Frauen in ihrer Heimatstadt unterdrückt. Sie ist trotzdem geblieben. Es wäre ein starkes Zeichen, wenn jetzt eine Frau Bürgermeisterin werde, sagt sie den Teilnehmern einer Wahlkampfveranstaltung. Ich werde hier nie weggehen. Ich bin eine Frau, verheiratet, habe hier Familie und mein Mann ist ein traditioneller Führer. Wir konnten nicht einfach gehen, sondern wollten helfen, die Stadt wieder sicher zu machen. Bei den ersten Kommunalwahlen, seitdem die Islamisten aus der Stadt vertrieben wurden, stehen 11 Kandidaten zur Wahl. 2 davon sind Frauen. Momentan gilt die Stadt Gao als relativ sicher. Kaum jemand rechnet mit Angriffen während der Wahl. Doch nur ein paar Kilometer außerhalb sieht die Lage ganz anders aus. Seit Jahren versuchen UN-Truppen für Frieden im Norden Malis zu sorgen. Noch ist die MINUSMA-Mission eine der gefährlichsten der UN. Immer wieder gibt es im weitläufigen Norden Anschläge von Islamisten. Mehr als 30 Blauhelme starben allein in diesem Jahr. Auch für den deutschen UN-Polizisten Jürgen Schindler sind Schutzweste und Helm Pflicht, selbst bei Gesprächen mit der Bevölkerung. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist konstant, aber man kann nicht sagen, dass es sicher ist. Die Sicherheit ist natürlich ganz, ganz wichtig für den Fortschritt und für die Entwicklung der Region. Ohne Sicherheit ist natürlich vieles nicht machbar. Einige Malier kritisieren, dass die UN hauptsächlich damit beschäftigt sei, sich selbst zu schützen. Von Aufschwung und Entwicklung sei nicht viel zu sehen. Ehrlich gesagt bin ich etwas verwirrt darüber, was MINUSMA hier eigentlich macht. Es heißt, sie wollen helfen. Aber es gibt immer wieder Angriffe und Anschläge. Sie fahren hier mit ihren gepanzerten Fahrzeugen rum. Aber trotzdem leiden wir Menschen hier. Klar gibt es noch keine totale Sicherheit. Aber MINUSMA versucht wirklich ihr Bestes. Ole Matumega ist überzeugt, dass es in Gao wieder bergauf geht, wenn sie gewählt wird. Die ehemalige Schuldirektorin will sich vor allem für bessere Bildung einsetzen, denn mehr als 2 Drittel der Einwohner sind noch immer Analphabeten.